Dass das dann nachher von zu Hause aus klappte, das wussten wir ja gar nicht. Nee, weil Zeit ist ja auch begrenzt. Ganz am Anfang war es ja so, wir haben Teddy in den Sitz geschickt und konnten ja keinen Schritt weggehen. Er ist immer mitgekommen. Und jetzt schickst du ihn irgendwo in den Sitz und er bleibt halt liegen, bis du ihn wieder eigentlich rausholst. Der springt keine Leute mehr an, keine Kinder, nicht uns, also auch nicht bei der Begrüßung, gar nicht. Er geht ins Körbchen und bleibt da, wenn jemand klingelt. Er bellt nicht mehr, wenn es klingelt. Er bellt keine anderen Hunde mehr an. Im Betrieb hat er die Gäste angesprungen, das macht er auch nicht mehr. Ja. Also es läuft ja fast besser ohne Leine als mit Leine, da sind wir ja gerade bei. Das Allerbeste, er bleibt im Büro, obwohl ich im Haus rumlaufe. Das sind Christian und Tessa mit ihrem Zwergpudel, dem Teddy. Die beiden wussten zu Beginn ganz genau, was sie für Ziele haben mit ihrem Hund. Den beiden war es wichtig, dass sie erst gar keine typischen Probleme entstehen lassen, wie zum Beispiel, dass der Hund an der Leine zieht oder zum Kläffer wird und es dann eventuell noch schwieriger ist, das Ganze wieder rauszubekommen. Also haben die beiden sich dazu entschieden, sich direkt zu Beginn professionell von mir begleiten zu lassen. Ich habe einen strukturierten Schritt-für-Schritt-Plan erstellt, damit wir sicher gehen können, dass wir unsere Ziele mit dem Teddy erreichen und er ein toller, verlässlicher Alltagsbegleiter wird. Ich bin Tessa. Christian, und das ist Teddy. Teddy ist ein Zwergpudel und er wird jetzt bald ein Jahr Teddy, alt. Mach's jetzt. Super. Er war sehr unruhig. Er kam überhaupt nicht zur Ruhe. Wild. Hat alle angebellt? Er hat alle angebellt. Gegenstände. Menschen, Hunde sowieso. Der mich zu Hause gelassen. Er musste zu Hause bleiben. Er konnte auch schlecht am Anfang alleine zu Hause bleiben und hat mich oder uns sehr eingeschränkt, weil ich fast nur zu Hause war mit ihm. Eigentlich war das Schlimmste beim Spazierengehen, ne? Ja. Wenn andere Passanten angebellt haben. Ja, man hat gehofft. Oder Kinder am Anfang. Ja, man auch, hat halt gehofft, man trifft niemanden beim Spazierengehen, ne? Tatsächlich. Auch wenn er so klein ist, hat es genervt. Ja, man war schnell gestresst. Ja. Ja. Dass wir ihn überall mit hinnehmen können und vor allen Dingen auch auf der Arbeit, dass er entspannt auf der Arbeit mitkommt, was jetzt sehr gut klappt im Büro. Genau, und vor allen Dingen, wenn Besuch nach Hause kommt. Ne? Also, dass wir einen ruhigen Hund haben, Teddy, der unserem Alltag angepasst ist. Ja, wo es halt viel Spaß mitmacht. Ne? Wir wurden empfohlen von unserer Schwägerin. Und wir haben halt danach gesucht. Wir haben halt nach wir wussten, dass es Intensivtraining heißt, aber wir haben halt nach Einzeltraining gesucht. Ja. Also, dass wir jemanden haben, der uns einzeln betreut, als dass wir in einer Gruppenstunde waren wir ja auch, aber das war uns das Wichtigste eigentlich. Ja. Dass es möglichst schnell geht und nicht so langwierig ist. Ja. Deine Antworten auf all unsere Fragen, die wir hatten und das schnelle Antworten, also wir haben immer zügig Antworten von dir bekommen, dass wir halt weitermachen können. Dass das so schnell geht. Ja, also, dass wir schnell Erfolge erzielt haben. Also ganz am Anfang war es ja so, wir haben Teddy in den Sitz geschickt. Jetzt ist er zwar unruhig, aber in den Sitz geschickt und konnten ja keinen Schritt weggehen. Er ist immer mitgekommen. Und jetzt schickst du ihn irgendwo in den Sitz und er bleibt halt liegen, bis du ihn wieder eigentlich rausholst, wenn er nicht so abgelenkt ist wie jetzt. Ja, entspannt. Ja, liebevoll. Lustig. Sehr witzig. Lustig mit den Videos. Total. Ja. Er kann alleine zu Hause bleiben über einen längeren Zeitraum. Genau, das ist gar kein Problem. Das ist absolut gar kein Problem. Er springt nicht mehr. Also er springt keine Leute mehr an, keine Kinder, nicht uns. Also auch nicht bei der Begrüßung, gar nicht. Er geht ins Körbchen und bleibt da, wenn jemand klingelt. Genau. Er bellt nicht mehr, wenn er bellt nicht mehr, wenn es klingelt. Er bellt keine anderen Hunde mehr an. Im Betrieb hat er die Gäste angesprungen, das macht er auch nicht mehr. Ja. Ich brauche keine Leine nehmen, wenn ich ihn mit in Betrieb nehme. Also es läuft ja fast besser ohne Leine als mit Leine, da sind wir ja gerade bei. Genau. Und ein Rückruf. Der Rückruf klappt blind. Ohne Probleme. Und das Allerbeste, er bleibt im Büro, obwohl ich im Haus rumlaufe. Außer ich bleibe zu lange weg. Ich habe ihn letztens einmal vergessen. Einmal stand er im Saal, ich sag, scheiße, ich habe einen Hund dabei. Eigentlich verquatscht. Wir wussten ja überhaupt nicht, wie viel Arbeit ein Hund ist. Und wir hatten ja keine Ahnung davon. Wir waren ja auch jetzt hier den ganzen Zeitraum in der Gruppenstunde, aber uns war halt wichtig, dass wir die 1:1-Betreuung haben. Ja, oder dass wir halt schneller zu ranzukommen, dass es halt nicht so lange Zeit dauert. Das Bestmögliche eben rausholen, ne? Genau. Ja, weil Zeit ist ja auch begrenzt. Dass das dann nachher von zu Hause aus klappte, das wussten wir ja gar nicht. Nee. Ja. Das war noch das Beste, ne? Und wir waren halt überzeugt vom Erstgespräch. Ja. Das war auch so, ja. Das war richtig gut. Ja. Wir konnten selber bestimmen, wann wir was machen, wann wir welche Videos gucken und wie wir oder wie das bei uns in den Alltag hineinpasst. Ne? Ja, man konnte sich abends die Videos angucken, ne? Wenn man eben die Kinder am Pennen waren und dann
Ja, und so haben wir eigentlich relativ schnell Fortschritte gemacht, ne? Absolut. Also jeder, der einen Hund hat und Probleme mit seinem Hund hat oder allgemein was erreichen möchte in kurzer Zeit oder allgemeine 1-zu-1-Betreuung gerne möchte, mit viel Und wenn nicht so viel Zeit hat, man müsste ja gar nicht hierher kommen. Ja, das ist zwar auch schön, aber der Fortschritt klappt halt von zu Hause. Das ist da oft, was viele als Problem haben. Ne? Ja, weil die Probleme finden ja zu Hause statt und nicht in der Hundeschule. Ja. Also, dass wir es erreichen schon, die Erwartung haben wir schon gehabt, tatsächlich, aber nicht so schnell. Ja. Oder gehofft haben wir die Erwartung. Wir haben gehofft, dass wir das... Also, dass das klappt, wussten wir. War ein gutes Gefühl. Ne? Mhm. Also auch in der Betreuung. Absolut. Aber auch mit dem Bellen, besonders mit Hundebegegnung. Das ging uns ja tierisch auf den Senkel. Sehr stressig. Und das war schon eine Erleichterung. Wir haben ihn ja direkt in der Woche ja dann mit in die Stadt genommen, essen gegangen. Und das war alles tiefenentspannt. Ne? Wenn du auch einen jungen Hund hast und du genau weißt, wo du mit deinem Hund hin möchtest, dann warte nicht erst, bis typische Probleme entstehen. Also kannst du jetzt schon dafür sorgen, ganz spielerisch und einfach, dass ihr zuverlässig eure Ziele erreicht. Wie genau das in deinem Fall aussieht, dafür muss ich natürlich mehr von dir wissen und auch von deinem Hund. Dafür bewerbe dich einfach für ein kostenloses Erstgespräch unter www.merrypelz.de.